So, Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen hier bei Johnny and Friends Gaming. Mein Name ist Nils und wir spielen hier ein bisschen Dismantle. Und ja, am besten ist das Spiel ja immer, wenn man sich nichts vornimmt. Und ich habe mich, eigentlich wollte ich hier in Gienz ein bisschen was machen, aber ich habe mich entschlossen, jetzt mal hier Richtung diesen, wo ist er denn, hier. Da ist der Verbindungsturm. Da will ich jetzt hin. Und ich habe es geschafft. Und jetzt will ich da einfach mal durch. Da ist auch schon das Lagerfeuer. Das war eigentlich fast ein bisschen zu einfach. Irgendwo ist doch da noch ein Haken, oder? Wir machen mal das Feuer an. So, jetzt schauen wir uns den Turm mal an. Das ist ja, aha. Die werden wir gleich mal beseitigen. Ach, die kommt da nicht durch. Na, Gott sei Dank. Jetzt schauen wir uns den Turm mal an. Was passiert denn hier? Ja, gut gemacht. Oha. Ja, schön, wie ihr das macht. Gut gemacht. Ja. Mich wundert es ja, dass es überhaupt noch Electricity gibt. Also, irgendwo muss ja der Elektrizität beziehen. Vielleicht über Solar. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Sender. Tödliche Frequenz verhindert, dass einmal erledigte Monster neu auftauchen. Ja, gut gemacht. Das machen wir jetzt mal. Jetzt habe ich noch eine Mana-Perle. Ja, da eine. So. Und jetzt können wir hier in Ruhe alles zerlegen. Dann war es da schon. Super. Dann haben wir nämlich hier jetzt, da können wir sogar noch reparieren. Wir könnten jetzt noch nach oben gehen. Ich werde mich aber jetzt mal, wisst ihr was, wir machen jetzt hier noch die nächste Stufe. Und dann, wenn die nächste Stufe da ist, dann setzen wir uns mal ins Lagerfeuer. Ja, ist halt ein schönes, entspanntes Spiel. Was natürlich auch einen gewissen Reiz hat. Das Zerstören, das Mitnehmen. Eigentlich will ich das hier gar nicht aufmachen. Kann natürlich jetzt jeder reinrennen hier. Ja, komm. Kann ich da durchlaufen? Ja, kann ich. Okay, da ist ein Spucker. Wusste ich nicht. Aber das dürfte kein Problem sein. Okay, cool. Ja, man sieht halt gar nichts. Na, komm zu Papa. Ah, du schön spucki-spucki machen. Da kommt noch eine. Mach mal Schaden, sonst kommen wir da nicht weiter. Ist die Axt vielleicht doch besser, ha? Ach, du meine Güte. Das ist jetzt... Naja, wir können ja hinreißen. Ach, das ist ja cool. Ich wollte sowieso hierher. Okay, nimm mal die Axt. Ich glaube, die Axt macht mehr Schaden. Ich bin hier durch. Das ist ja... Wieso bin ich denn eigentlich jetzt hier rausgekommen? Das hätte eigentlich gar nicht passieren. Jetzt kann ich nämlich das blaue Mana alles einsammeln. Ja, er macht nicht so viel Schaden. Ehrlich nicht. Man sieht halt gar nichts. Rüber. Ah ja, die kann ich einsammeln. Das ist ja erstaunlich. So, 1200 Erfahrungspunkte gibt es. Sehen Sie, das sind sozusagen die Seelen der Untoten. Die kann ich jetzt hier einsammeln. Und dann, wenn ich die jetzt eingesammelt habe, auch die hier haben ja... auch diese Blumen haben Seelen. Das heißt, das waren mal Menschen. Das waren mal Menschen, die wurden aber keine Zombies, sondern sie sind zu Pflanzen geworden. Also ganz, ganz, ganz komisch. Und ja,
Also mal gucken hier, wo haben wir denn hier unser Feierli? Da kannst du jetzt arbeiten bis zum Umfallen. Das Feuer ist hier unten. Okay, cool. Ja, wir schauen uns jetzt dann. Jetzt können wir hier in Ruhe alles abbauen, na? Und dadurch, dass die nicht mehr auferstehen, muss ich auch nicht jedes Mal von vorne anfangen. Wo ist denn das Licht? Wo ist denn das Feuer hier? Ach, hier. Okay, komm, dann bauen wir das hier jetzt mal ab. Dann bauen wir das hier mal ab, dass wir schön durch können. Da muss man schauen, ob es hier eine Küche gibt irgendwo. Da kann ich mich hier heilen. Ja, damit habe ich mein Ziel für heute schon erreicht. Nächstes Ziel wird jetzt sein, mir die nächste Rüstung zu bauen. Dafür brauche ich ein bisschen Leder. Das haben wir wahrscheinlich nicht mehr. Oh, 13. Ich glaube, wir brauchen 15. Okay. Und dann kann ich mir diesen Safari-Anzug machen für die ganz für die Wüste. Das ist das, wo Gronkh schon durch ist. Ja, das hat er nebenbei gemacht. So, Ladies and Gentlemen, 53 Minuten haben wir schon. Insgesamt 10 Minuten für das Video. Ich bin sehr, muss sagen, sehr überrascht, dass das doch so gut gegangen ist. Bauen wir das hier mal schnell ab, dann ist mir hier auch nicht so eingekesselt oder ja, eigentlich eingesperrt sogar hier, ne? Rote Punkte auf der Karte haben wir keine. Wir brauchen wahrscheinlich noch zwei Leder. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwelche Tiere gibt, die Leder geben. Denke ich aber schon. Ach, guck mal, was haben wir denn da drin? Okay. Passt. So, mal schnell alles einsammeln. Hier noch ein bisschen das Zeug zerlegen. Nimm das blaue Mana mit. So komme ich denn da nicht durch? Ach, da ist ein Stein. Kann ich Stein zerlegen? Na, den Stein kann ich überhaupt nicht zerlegen. Genau, das geht gar nicht. So, sammeln wir hier mal ein bisschen ein und das hier gleich in die Truhe. Allein an dem Ort könnten wir jetzt locker 2 Stunden hier verbringen. 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden, um das alles zu zerlegen. Es ist so, ich weiß es nicht, eigentlich muss man das nicht alles zerlegen. Das ist ja der Witz. Man braucht zwar später das Metall, um damit dann die nächsthöhere Stufe, eine Schmelze wird es hier wahrscheinlich irgendwo geben, weil wir brauchen, was hier gibt es keinen Verbesserungstisch, ne? Nicht. Was steht denn hier? Bursel Donaquell. Was ist denn das hier? Ja, dafür ist der Basie viel besser. Ja, siehst du? Siehst du? Ach, der ist schon tot. Okay, cool. Dann können wir das hier mal aufsammeln. Wir sammeln das mal auf. Dann können wir das hier zerlegen. Nehmen wir hier mal die Axt. Ja, das macht Spaß. Kann ich die hier schon zerkleinern? Nein, die kann ich nicht zerkleinern. Das nehmen wir mit, weil ich glaube, dass wir später den Stahl brauchen für die Schmelze. Das sollten wir also hier ruhig mitnehmen. Na, jetzt wird es wieder dunkel und du hast keine Taschenlampe mehr. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Du kannst doch. Brauche ich den Eisblock? Ja, 34 Grad. 34 Grad ist vielleicht ein bisschen viel. Was ist denn das hier? Ja, die Rückstoßstärke möchte ich haben. Schaden durch Crit, ja, nützt nichts. Brauchen ein bisschen Licht. Da haben wir halt weniger Crit. Aber hier brauchen wir jetzt nicht unbedingt einen Crit. Wenn wir nicht gegen den Elite anstoßen oder gegen anstoßen, gegen eine Elite kämpfen, brauchen wir das eigentlich nicht. Da ist
das nicht nötig. So, das war viel. Viel Plastik. Das nehmen wir hier noch mit. So, dann haben wir hier nochmal einen. Okay, cool. So, hier müsste es doch eigentlich eine Küche geben. Ist da keiner drin? Die Tür war witzig. Eine Million YouTuber hat auf Statscrafter reagiert. Meine letzte Nachricht, bevor ich gebannt werde, bei. So, jetzt suchen wir mal die Küche. Und dann, wir müssen ja nicht mit. Wir haben noch 174 Tomaten. Du kannst theoretisch Maiskolben 9 ist halt viel, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Können wir auch machen. Ja, gut gemacht. Okay, das müsste langen. Ja. So, das kann man ja alles abbauen. Das geht wieder nicht hier, weil das hier, das sind keine Holzwände, das ist irgendwie so, ich weiß es nicht. Es schaut aus wie Holz. Ist aber irgendwie, wird es hier als Nichtholz definiert. Ja, ich bin jetzt sehr froh, dass wir das jetzt geschafft haben. Da ist noch einer. Wo ist denn das? Wo bin ich denn hier? Okay. Dann gehen wir halt da mal runter. Gehen wir hier mal runter. Oh. Cool. Ich bin sehr froh, dass wir das jetzt wirklich so geschafft haben. Da ist das Feuer. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Überbuchertes Depot. Meine Damen, meine Herren. Wir machen noch ungefähr 8 Minuten. Hier können wir ja mal rein. Ich weiß nicht. Ich werde jetzt nicht groß was bringen hier. Aber zerlegen wir das hier mal. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Weil es soll ja hier 300 Stufen geben. Und es soll auch Nachschub geben. Die entsprechenden Programmierer haben gesagt, sie wollen hier noch ein bisschen was reinmachen. Das kann man leider nicht zerlegen. Das wäre so schön gewesen. Da können wir wieder raus hier. Ja. Den Mast können wir mitnehmen. Den werden wir wahrscheinlich später brauchen, um das Metall einzugießen in der Schmelze. Da brauchen wir die Elektronikteile wahrscheinlich weniger. Na komm, die Axt bitte. Das könnten wir auch irgendwie anders machen. Ja. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo sind wir hier? Da haben wir noch ein bisschen. Oha, wo geht's denn da lang? Okay, es gibt halt hier die blauen Manas, die sind sehr, sehr wertvoll. Sieht halt gar nichts nach. Das ist das einzige Manko an dem Spiel, ist diese furchtbare Sicht, die ich nicht nachvollziehen kann. Okay, wo kommt man denn? Wo geht's denn da weiter? Ah, da geht's wieder zurück. Genau, ich will aber hier rein. Das heißt, wir gehen wieder zur Flagge zurück. Das können wir mitnehmen, das brauchen wir nicht. Das ist, so, es ist halt so, dass Gronkh halt extrem das Spiel gespielt hat. Das muss man nicht. Man muss nicht alles abbauen, jedes und alles abbauen. Das ist Quatsch. Und natürlich kann man das machen, wenn man so das Bedürfnis hat. Ja, klar. Aber dann wird es halt auch ziemlich heftig. Hi, Sasso, wie geht's dir? So, wo war ich denn jetzt? Eigentlich können wir aufhören, aber die Aufnahme läuft noch. Ach, das ist dieses Burzel. Okay. Burzel ist ja eigentlich fast schon berühmt. Wir gehen mal hier rüber. Den Autoreifen mitnehmen. Gummi ist hier in dem Spiel immer noch wichtig. Da ist bestimmt einer drin, oder? Ja. Gibt es hier eine Küche? Oha, alles ausgerüstet. Ja, komm, dann machen wir mal hier einen kurzen Hi. Hi!
Okay, na komm, dann zerleg hier alles. Also scheinen die Axt tatsächlich mehr Schaden zu machen wie der Baseballschläger. Okay, cool. Ja, klar. So. Was kann man denn da? Ist da eine Tür? Oha, geht's zum Garten raus. So, das ist doch cool. Was ist denn hier? Leider kann man das ja nicht zerlegen. Das ist immer ein bisschen komisch. Okay, cool. Das nehmen wir mit. Das müssen wir ja alles zerlegen. Das ist mir hier zu voll. So, meine Damen, meine Herren, wir spielen hier ein bisschen Dismantle. Wir sind aber gleich fertig. Dann machen wir was anderes. Wir sind jetzt auf Stufe 37 und wir befinden uns hier im südlichen Teil, im südöstlichen Teil. Und dadurch, dass ich jetzt im Verbindungsturm auch schon das entsprechende ja, Mana da hinterlegt habe, kann ich die Monster alle einmal besiegen und dann, dadurch, dass sie untote sind, können sie dann aber nicht mehr wieder auferstehen. Ist jetzt auch nicht so schlimm, ehrlich gesagt. Weil nur wenn mehrere auf einen zu ja, angreifen, dann hat man halt mal dann hat man halt mal einen Tod, dann ist man halt mal besiegt. Hoffe, Fuchs kommt nicht. Warum? Todd, warum soll Fuchs nicht kommen? Was ist mit Fuchs? Ja, nächste Woche gehen wir in die Schule los. Was ist mit Fuchs? Hi, Yasser Gamer. Du bist neu. Dich kenne ich noch nicht. Wie geht's dir? Wo kommst du her? Was magst du so? Marek, was ist denn los? Machen wir mal sauber. Was gibt's denn hier Schönes? Hier, da gibt's ein bisschen Stahl. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier genug zu tun. Ich mache das immer abends. Wenn ich mir einen Podcast anhöre, dann lasse ich den Podcast laufen. Und nebenbei werde ich durch dann hier immer noch ein bisschen skillen. Das hier können wir noch mitnehmen. Oh, sehr schön. Montag wieder Schule. Na, Johnny muss auch wieder in die Arbeit dann. Ja. Ui. Können wir runterlassen? Cool. Ui, jetzt kann ich nach Fort Daroch. Na, das ist ja cool. Das ist ja schön. Das ist echt, echt cool. Kann ich nach Daroch gehen? Das mache ich vielleicht. Dann werde ich nämlich, das können wir eigentlich gleich machen, weil hier gibt es nichts mehr zu tun. Wir könnten jetzt, aber es ist wurscht. Nein, ich will in den Süden. Weil Gronkh hat gesagt, es gibt hier eine Wüste. Weil ich brauche Kaktus. Und diese Wüste, weiß ich nicht, wo die ist. Und die will ich haben. Die Wüste, die will ich wissen, wo die. Oh, das ist aber hier sehr, sehr ungünstig gesetzt. Ja, Montag geht die Schule wieder los. Aber heute ist erst Freitag. Das heißt, ihr habt noch ein bisschen Zeit. Wichtig ist eigentlich nur gut schreiben können. Ihr müsst gut Deutsch können. Ihr müsst einigermaßen gut Mathematik können, wenn ihr halt im Bereich von was weiß ich, von Naturwissenschaften was machen wollt. Wenn ihr Elektriker werden wollt oder irgendwas in dem Bereich, dann müsst ihr halt einfach gut Mathe, Physik können. Das ist wichtig. Da müsst ihr euch halt auf dem Hintern hocken und müsst lernen. Und ja, ansonsten die restlichen Fächer wie Erdkunde und sowas, das kann man sich später alles noch beibringen. Wenn man sich für ein Land interessiert, dann kann man das später immer noch machen. Und wenn natürlich, wenn ihr die Chance habt und ihr seid gut in Sprachen, dann empfehle ich euch dringend, lernt Sprachen. Egal was das ist. Spanisch, Russisch, Italienisch, egal, aber lernt Sprachen. Eine 4 in Deutsch sollte nicht sein.
sollte nicht sein. Wobei ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich war in der Schule in Deutsch am Anfang auch nicht gut. Oh, das kann ich jetzt zerlegen. Okay, dann werde ich hier mal die Rüstung ändern. Gepäck. Da gibt es nämlich Bonus, wenn ich hier die Holzfällerkleidung nehme. Das könnt ihr hier sehen, da gibt es auf Bäume 50 und noch einen Geschwindigkeitsangriff. Also Deutsch ist wichtig, warum? Weil ihr müsst immer irgendwas, ihr müsst es lesen können, ihr müsst gut lesen können. Das ist enorm wichtig. Was haben wir denn hier? Discord hat ja eine... Was? Todd hat mir eine Freundschaftsanfrage geschickt? Wir sind doch schon befreundet. Was? Warte mal, ich muss jetzt erst das Video hier beenden. Also Sprache ist wichtig. Und wenn ihr könnt, dann lernt Sprachen. Ja, ich lerne momentan auch Russisch. Ich kann jetzt die kyrillische Schrift. Ich habe jetzt gelernt, dass die Serben, Serbien eine sehr interessante Geschichte hat. Dass das echte Kämpfer sind. Und die haben zum Beispiel auch die kyrillische Schrift. Konnte ich jetzt tatsächlich gestern mal ein bisschen was lesen. Ist die Toilette? Okay, cool. Das schaut aber noch nicht aus wie Holz. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist ein Bug. I think that is a bug. Ich denke, das ist ein Käfer. Ihr schon zertrümmern. So, wann darf man denn schon mal was zertrümmern? So. Was gibt's denn Schönes im Kühlschrank? Bestimmt wieder irgendwas zu essen, oder? Es geht nicht auf. Ja, ein Kuhsalat. Warte mal. Sehr schön. So, meine Damen, meine Herren. Ich denke mal, wir haben jetzt über 20 Minuten Aufnahme. Ich bedanke mich für alle, die zugeschaut haben. Lasst ein Like und ein Abo da hier auf Johnny and Friends Gaming oder auf Twitch. Ihr könnt mir auch auf TikTok folgen. Da bin ich auch unter Johnny and Friends Gaming erreichbar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in einem der nächsten, ja, Streams oder Videos. Leider kann man hier nicht so eine schöne Aufnahme machen. Man kann mich auch hier nicht sehen. Ich kann auch nicht reinscrollen. Wir sind jetzt hier momentan hier im Bereich Burzell, im überbucherten Depot. Und ich werde jetzt den Bereich hier einfach mal entsprechend hier ganz in Ruhe hier zerlegen. Ich werde auch mal in einer der nächsten Folgen nach Fort Daroch gehen. Hier gibt es ein Radio, der wird hier tatsächlich angezeigt. Und dann werde ich mich hier so ganz langsam durch kämpfen. Ich würde gerne wissen, wo es hier eine Wüste gibt. Und das werden wir aber dann hier noch feststellen. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann, euer Nils. Ciao.